Grillensuppen in Einsamkeit, herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Lang, lang ist her, ich habe kaum Zeit zum Aufnehmen und gerade eben bei diesem Projekt tut es mir immer wieder leid, dass es so drunter leidet, weil ich da doch eigentlich bei der Story mal so ein bisschen auf dem Hut bleiben sollte. Ist auch gerade so ein bisschen leise alles hier, ne? Eigentlich sollte ich da mal grundsätzlich wieder so ein bisschen lauter drehen, ne? Das ganze Gedöns vermute ich schon fast. Moment, ich muss einfach nur in meinem Headset lauter drehen, bin ich eigentlich schlau, ne? Ich habe extra so ein Headset mit Regler gekauft ist so eine Mischung aus klauen und kaufen, genau. Nee, gekauft natürlich. Und das habe ich ja extra dafür, dass ich regeln kann. Und da redet irgendjemand, aber ich kann ihn nicht genau verstehen. Das könnte auch an meinen ultraschlechten Ohren liegen. Ich werde ja langsam alt, alles schwindet, alle. Ich dachte gerade eben, da wäre eine Schlange, aber ist das andere so ein Scheißvogel, der da oben... Du Scheißvogel! Du verdammter Scheißvogel! Wir sind wieder zurück in Skyrim und soweit ich mich erinnern konnte, gibt es zum einen ab sofort so 20 bis 30 Minuten Folgen, aber das habe ich auf Facebook schon erklärt, warum wir das mit dem 30 Minuten Konzept so ein bisschen drum und her burscheln und all so ein Kram. Und jetzt sagen wieder viel zu viele Leute, ey Kedos, Alter, zweimal in der Woche 20 bis 30 Minuten ist viel zu wenig, das müssten mindestens 40 Minuten sein. Oder manche sagen es vielleicht auch nicht und freuen sich, das ist mir jetzt eigentlich auch gerade an dem Punkt Schnurzpiep egal, denn ich habe einfach mal Lust, nur mal so 20 Minuten hier zu verbringen, weil ich habe auch morgen den ersten Schultag und ich muss eigentlich auch mal irgendwann ins Bett, aber ich dachte mir, hey, wenigstens eine Folge kannst du ja schon mal im Voraus für die Woche klar machen, nachdem ich jetzt zwei Flashchecks aufgenommen habe und ich rede schon wieder viel zu viel um den Kanal und drumherum. Dabei wollten wir uns doch eigentlich mit dem Spiel beschäftigen, das gerade eben wundervolle Musik bietet. Da drehe ich doch gerade nochmal so ein bisschen mehr auf, damit ich das wirklich ganz glatt im Ohr habe und alles höre, bis auf meine eigene Stimme, die ich sowieso nicht so laut husten hören wollte ich dich jetzt eigentlich nicht, deswegen drehe ich wieder leiser. Ja, ich möchte mich der kaiserlichen Armee anschließen. Ich glaube, das war doch das Letzte, was wir machen wollten, deswegen erstmal hier die Ortsmarkierung wieder entfernen, zack, und ins Tagebuch gehen. Wo steht das denn Verschiedenes? Nee, das will ich eigentlich gar nicht, ich wollte doch eigentlich nur hier Verschiedenes dritter kaiserlichen Armee bei. Zeig mir das doch jetzt, kann ich das? Enter. Das ist doch jetzt auf aktiv angewählt, gehe ich mal einfach von aus. Wie gesagt, ich bin ja wirklich... Ah, guck mal, da ist ja jetzt, das wird ja angezeigt, das ist ja klasse. Muss ich ja einfach nur hinrennen, direkt bei Nacht. Ich hätte mal gern wieder Tag. Bin nicht interessiert, Jari, ganz egal, wie oft ihr fragt. Gibt's hier denn etwa eine Nebenquest von Jari, ra? Das nochmal überdenken. Ihr verpasst da ein paar wunderbare Gelegenheiten, wenn ihr in dieser Bar arbeitet. Ihr seht neu aus. Ich bin auch neu. Ich glaube, wir könnten Freunde sein. Und ihr redet von irgendeiner interessanten Bar. Und ich fange schon an, irgendwie Leute hier zu siezen. Das ist gar nicht cool. Und du redest von irgendeiner interessanten Bar, du Typ mit dem langen Schwanz hinten dran, der normalerweise vorne sein sollte. Ja, das mache ich. Red nicht mehr weiter. Das machen wir irgendwann. Die Nebenquest interessiert mich relativ stark. Aber wir wollten erst der kaiserlichen Armee beitreten. Und was ich mehr oder weniger ankündige, das halte ich mehr oder weniger auch irgendwann mal ein. Deswegen, hallo, ich will euch beitreten. Im zwinkenden Skewa gibt es warme Betten und kalten Met. Ihr seht aus, als könntet ihr beides vertragen. Trinkt man Met nicht normalerweise warm? Keine Ahnung. Schloss Elend! Mit dem wundervoll positiven Namen. Oh, voller Elend, Mann! Das ist doch echt krass, das ganze Elend in Schloss Elend. Da, den müssen wir ansprechen. Da läuft der Pfeil schon durch die Gegend wie nix. Tränke bekommt ihr in Angelines Aromalädchen. Ich frage mich ja die ganze Zeit, ob das für die Leute, die jetzt zum Beispiel Schlender im... halt mal bitte kurz die Klappe. Ich frage mich immer, ob das für die Leute, die jetzt zum Beispiel mich durch Slender im Dreierpack kennengelernt haben, was ja so ein kleiner Video-Hitte von meinem Channel waren, Gruß an diejenigen, die jetzt vielleicht ab hier erst eingeschaltet haben. Nicht wundern, wenn ich hier weniger rumschreie. Wie gesagt, normalerweise bin ich einer, der ein bisschen kulanter kommentiert, gerade eben, da ich natürlich auch Familie im Haus habe und nachts um 0.19 Uhr nicht noch überlaut rumbrüllen kann und all so ein Kram. Das kann ich allgemein nicht. Ich nehme immer nachts auf. Das wollte ich nur mal noch so nebenbei erwähnen, so als kleinen Disclaimer. Und heute labere ich echt nur Scheiße. Angriff auf Weißlauf. Er wäre verrückt, das zu probieren. Er hat nicht genug Leute. Deswegen bin ich ja da. Damit haben wir mehr Leute. Noch mehr. Die Wissenschaftler sehen da anders aus. Jeden Tag schließen sich ihm mehr an. Rifton, Dämmerstern und Winterfeste stehen hinter ihm. Das ist keine Sache, das ist eine Rebellion. Sieht aus wie Cäsar. Ihr wollt, General. Der Mann wird versuchen, Weißlauf einzunehmen. Jarl Balgruuf. Balgruuf verwehrt der Armee das Recht, Truppen in seiner Stadt zu stationieren. Allerdings weigert er sich auch, Ulfriks Anspruch anzuerkennen. Wenn er den Schutz des Kaiserreichs nicht will, in Ordnung. Soll Ulfrik seine Stadt plündern? General? Ihr und eure verdammten Jarl. Ja. Man kann einen Nord nicht zwingen, Hilfe anzunehmen, um die er nicht gebeten hat. Falls Ulfric es bei Weißlauf versucht, müssen wir dort sein, um ihn aufzuhalten. Setzt einen weiteren Brief mit den üblichen Plattitüden auf. Aber bringt diesmal ein paar eurer Informationen zu Ulfrics Plänen darin unter. Schmückt das Ganze etwas aus, wenn ihr müsst.
Wir lassen es so aussehen, als wäre es seine Idee. Jawohl, Sir. Ihr Nord und euer verdammtes Ehrgefühl. Ja, Sir. Hallo, da wird man gleich beleidigt, oder was? Lassen meine Männer jetzt jeden durch, der in das Schloss hineinspazieren will? Gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr hier seid, Bürger? Naja, ich würde erstmal hier aufpassen, dass dein komischer... Alter, der wird hier beiseite geschoben wie nix. Also, ich habe das Gespräch jetzt gerade eben teilweise verfolgt und alles drum und dran. Das ist irgendwie in Skyrim ein bisschen blöd. Ich nehme das natürlich teilweise nicht komplett ernst. Das kennt ihr ja inzwischen vom Let's Play. Und wenn irgendjemand durch die Gegend geschoben wird oder durch die Gegend geschoben und nicht auf irgendwelche Tische springen, werden irgendwelche Leute über ernsthafte Rebellionen reden, dann mache ich das eben so. Wie es aussieht, sitzt diese Armee so ein bisschen in der Kacke, weil Ulrich heißt er, glaube ich, Günther. Dein Name ist Günther. Olaf. Günther. Günther. Und du bist, jawohl, Günther. Also der Punkt ist natürlich, dass die Rebellion eine ernsthafte Sache ist für die kaiserliche Armee. Und wir wollten uns ja der kaiserlichen Armee anschließen, einfach weil ich das bei meiner damaligen, ja bei meinem damaligen Spielstand, wo ich noch nicht aufgenommen habe, nicht getan habe. Oder da bin ich halt damals dann dem Nord gefolgt und also kam, ich will das jetzt einfach in den Punkt, weil der hat auch das schöne Logo da oben drauf, das finde ich ganz toll. Also, ich glaube, ich war ein Helgen, komm. Richtig. Helgen. Einer der Gefangenen, wenn ich mich recht entsinne. Genau, und... Ich habe Hartwar bei der Flucht geholfen. Er hat gesagt, er würde für mich bürgen. Was ist jetzt besser, oder? Ich wurde freigelassen. Ich hätte überall hingehen können. Ich bin hier, um für das Kaiserreich zu kämpfen. Ich glaube, das kommt ein bisschen cooler, als wenn wir uns nur darauf beziehen, dass wir einem Kaiserlichen geholfen haben, dass wir einfach so für das Kaiserreich einstehen und hier so ein bisschen diese Rebellion den Penis abschneiden wollen. Hartwar ist am Leben. Oh verdammt, ich habe das andere gewählt. Ich hoffe, das ist ein bisschen doof. Er ist ein verdammt guter Soldat. Aber er hat sich noch nicht zurückgemeldet. Er kann also eure Geschichte nicht bestätigen. Redet doch in der Zwischenzeit mit Lega Drecke. Ich denke, wir können jemanden von eurer Sorte gebrauchen. Es gibt nicht viele, die Helden überlebt haben. Außerdem gehe ich davon aus, dass eure Gefangennahme bloß ein schreckliches Missverständnis war. Also so wie ich gedacht habe, ist es eh scheißegal, was wir hier ausgewählt haben, es kommt das gleiche Ergebnis bei raus. Wir sollen mit dieser Tussi hier reden und die wird uns dann wahrscheinlich in unsere krasse, harte Ausbildung reinschicken, ne? Lega-Tricke. Hallo. Ihr habt Helden überlebt? Boah, ich ist aber nah dran, General ey. Tullius hat mir erzählt, was passiert ist. Nicht viele haben es da lebend rausgeschafft. Ich habe ein gutes Gefühl, was euch angeht. Und das ist bei mir nicht häufig der Fall. Eine Kriegerin vertraut immer ihrem Bauchgefühl. Für euch habe ich eine kleine Prüfung anstelle der üblichen Vorgehensweise vorbereitet. Wenn ihr sie besteht, unterhalten wir uns über eure Zukunft bei der Armee. Lass mich verraten, ich soll aus irgendeinem komischen Grab irgendwas Komisches rausholen. Ich mache alles, was ihr von mir verlangt, außer irgendwas mit eurem komischen Bauchgefühl. Wenn du schwanger bist, dann sag's einfach. Ist das Selbstvertrauen oder Prahlerei? Selbstvertrauen ist nützlich. Prahlerei bringt Soldaten um. Das werden wir bald herausfinden. Ich schicke euch nach Festung Rarkstar, damit ihr sie säubert. Wenn ihr überlebt, habt ihr bestanden. Wenn ihr sterbt, habe ich keine weitere Verwendung für eure Leiche. Nee, ich dachte jetzt, du schnappst meine Leiche und rammelst sie durch wie nix, du alte Nekrophile. Nee, da wollen wir natürlich keine Witze drüber machen oder sowas. Ja, weil wir auch sonst nie Witze über total böse Themen machen. Wir doch nicht. Ich glaube, das kommt uns auch bekannt vor, diese Festung. Weil wir haben ja irgendwann mal schon eine Festung gesehen, glaube ich, mit irgendwelchen Totenbeschwörern. Der guckt wirklich stylisch, ne? Mann, bin ich seriös. Ich schaue auf den Tisch, wo absolut nichts zu sehen ist, außer irgendwelchen verwaschenen Texturen. Aber es ist so spannend. Und dem seine Hände sind auch gar nicht wirklich auf dem Tisch. Aber Banane, was ist denn bei der Festung Harakwad? Viele der Festungen in den Weiten von Himmelsrand wurden von den Alten erbaut. Leider sind die meisten mittlerweile zerfallen. Und fast alle wurden von Banditen und anderen Vagabunden übernommen. Festung Rarkstad ist eine der wenigen, die noch so gut wie unbeschädigt ist. Wir werden hier eine Garnison errichten, aber zuerst werdet ihr die Banditen beseitigen, die sich hier breit gemacht haben. Und danach machst du die Beine breit, das wäre auch super, das würde ich auch mal gern breit machen. Nee, bei der eigentlich echt nicht. Schau dir das mal an, das sieht aus wie so eine alte, verschrumpelte Version von Lydia mit langsam ausbleichenden Haaren. Ich gehe alleine, die Festung gehört schon so gut wie euch, natürlich gehe ich allein. Das wollte ich hören. Und jetzt an die Arbeit, Soldat. Oh, ich bin Soldat, haha, ich bin der kaiserlichen Armee beigetreten, schaut mich an, ich sehe aus wie ein Nord von der Rebellion, aber bin bei der kaiserlichen Armee, ha, ein neuer Rekruter, also wirklich dabei bin ich ja noch nicht, ich bin ja noch im Aufnahmeritual und jetzt säuber ich einfach mal die geile Festung, da hab ich Bock drauf, finde ich cool, ist cool eingeleitet, hat coole Charaktere bisher, dieser Armeeverein mit diesem Cäsar-Verschnitt und dieser ollen Tuse hier, die uns irgendwelche komischen Missionen gibt. Die Kaisers, Vittoria Vicky, wird sich bald vermählen. Vittoria Vicky? Und der Empfang wird öffentlich sein.
alle Bürger von Einsamkeit können daran teilnehmen. Oh, eine Hochzeit, das wird ja super, meine lieben Freunde. Eine Hochzeit hier in Skyrim, das ist endlich mal Tag. Lydia, steht der Helm echt verdammt gut. Das ist keine ältere Version von der da drin, ne. Das ist eine 200 Jahre ältere Version von Lydia, wenn überhaupt. Ich drücke mal auf meine tolle Map hier und freue mich übrigens gerade eben, dass die Aufnahme so angenehm wird. Alter, ist das weit weg. Krass. Auf zu Katlas Hof. Habe ich schon erwähnt, dass das jetzt möglicherweise auch flüssiger sein könnte, die Aufnahme? Ja, habe ich in der letzten Folge schon mal hier umgestellt, aber auf 60 FPS. Habe ich schon erwähnt. Muss ich eigentlich gar nicht mehr weiter drüber plaudern und palavern. Übrigens ist Skyrim nach wie vor, obwohl ich zwei neue Projekte angefangen habe, also sowohl Shank 2 als auch Daybleed Pixels immer noch mein Lieblingsprojekt vom Aufnehmen her. Das ist wirklich... Hätten wir das abgebrochen, ey. Gut, dass ihr da so hart gegengehalten habt. Da muss ich euch echt nochmal ein hartes Lob aussprechen, dass da so einige wirklich mal gesagt haben, alter Kedos, lass das, such irgendeinen anderen Weg. Super, wirklich super von euch. Vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt schnappe ich mir mein Pferd und reite zu dieser tollen Festung und säuber die mal für mein Kaiserreich. Ich benutze natürlich mal wieder Offroad-Wege. Finde ich ja am geilsten, ne? Oh, Moment mal, vielleicht kommen wir hier auch da einfach so, wenn wir da so ein bisschen dran vorbei. Nein, jetzt habe ich Scheiße zusammengeritten, glaube ich mal. Extrem. Alter, mein Pferd geht halt schon teilweise echt übelst ab. Das muss ich mal geben, dass das hier noch irgendwie einen Weg findet. Oh, ein Fuchs! Hallo, Herr DK. Na, was läuft? Und jetzt kann es nicht mehr sprinten, oder wie? Doch, kann es noch. Schön. Ich dachte hier schon, was soll denn das? Und es pisst, Mann. Gerade eben war in Einsamkeit, war noch so schönes Wetter. Da sind wir rausgegangen und haben Lydias strahlendes Gesicht in wunderschönstem Sonnenschein gesehen. Und jetzt ist wieder Kacke. Aber naja. Mal gucken, wie heute ist denn das weg. Oh, ich laufe eh gerade nicht so sonderlich schlau. Na, ah, wir kommen da schon irgendwie hoch. Wir kommen noch an einem See vorbei. Vielleicht treffen wir da noch irgendwelche komischen Massenmörder. Wäre natürlich auch relativ witzig. Massenmörder in Skyrim, ne? Das wäre super toll. Sind das böse, böse Menschen? Nee, guck mal, sind es nicht. Da können wir doch mit den Menschen reden. Das mache ich nämlich gerne. Ihr sprecht mit einem Wächter von Stender. Lasst euch mit den Dedra ein und wir werden euch erbarmungslos jagen. Ja, okay. Möge Stender mit euch sein. Ich weiß nicht, was Stender ist, aber ich möchte das jetzt auch gar nicht wissen. Ich bin auf einer Mission. Aber klingt schon mal wieder interessant. Das finde ich halt so geil, wirklich, dass man in Skyrim immer irgendjemanden trifft, der einem irgendwas Komisches zu erzählen hat, von dem man noch gar keine Ahnung hat. Jedes Mal aufs Neue sehr ansprechend. Wo darf ich jetzt nach oben? Ja, ich wäre sehr gerne hier. Guck mal da, zu dem See wäre ich sehr gerne gegangen. Aber das wird mir wohl nicht vergönnt sein. Wir wollen eher zu der Festung und die mal anfangen zu säubern. Das will ich doch noch schnell erledigen. Hallo, was ist denn da? Keine Ahnung, was da lang geht. Wahrscheinlich wieder zu irgendeinem komischen Grab. Vielleicht geht uns auch noch irgendein Drache auf und sagt, ist Lydia noch hinter uns? Ja, mit vollem Tempo. Die Dame, die muss auch inzwischen Waden haben wie eine Skispringerin. Und das scheint ein böser Bube zu sein, oder? Ich weiß es nicht, aber er läuft alleine durch die Gegend und sieht irgendwie aus, als hätte er extrem viel Selbstbewusstsein im Popo stecken. Ich bin auf einer Pilgerreise zum Schrein von Azura, der Göttin der Dämmerung. Wenn ihr mich bitte entschuldigen würdet. Ist ja schon gut. Ich wollte nur ein bisschen Kaffeeklatsch hier, aber... Wer nicht will, der hat schon. Der wird wahrscheinlich alle zwei Minuten angesprochen, wenn er so durch die Gegend rennt wie so der größte Macho. Das ist so dieser typische Macho-Gang gewesen. Den hatte ich tatsächlich auch mal drauf. Ich weiß bloß nicht mehr wann. Da war ich, glaube ich, noch ziemlich jung. Auch immer so, wisst ihr, so ein bisschen so mit der Armbewegung und so, yeah, ich bin der coolste im Dorf, Motherfucker, und was läuft, ihr seid, yeah, Gangster-Style. Unglaublich affig, wenn man so jemanden so rumlaufen sieht. Unglaublich affig, also einfach unglaublich affig. Da ist sie ja schon, die Festung. Ich gehe mal von aus, das scheint sie zu sein. Ja, das sieht so aus und da oben ist auch direkt so ein Banditen. Yep, da sind wir direkt gelandet. Klasse, habe ich den Weg gefunden, auch ohne Navigationsgerät. Obwohl das im Pferd immer noch sehr klasse wäre. Und ich schnappe meinen orkischen Bogen. Und ich glaube, ich sehe da direkt jemanden, oder? Das da hinten sieht doch aus wie so eine Art... Nee, das ist ein Mensch? Ich weiß nicht. Ja, es sieht so aus. Ich probiere es einfach mal. Ah, guck mal, da läuft schon mal... Ist das ein Bandit? Also das ist ziemlich sicher ein Bandit, glaube ich. Ha! Haben mich meine Augen mal nicht getäuscht und der rennt rein? Also der scheint auch ein guter zu sein, deswegen habe ich den jetzt mal nicht abgeknallt. Weil der irgendwie noch so, ja, ne? Der hat irgendwie auch so ranschleichend gewirkt, aber vielleicht verreckt er jetzt, wenn wir hier jetzt nicht mal ein bisschen Tempo machen. Das wäre natürlich nicht so super. Okay, ich habe mich vielleicht auch getäuscht, weil da drin kämpft ja gerade gar niemand. Ey, Alter, das sind ja richtige Ork-Penner hier. Ich mache jetzt erstmal so, dass ich hier so ein bisschen mit meinen Flammen reingehe. Einfach mal alle anbrennen, damit sie so ein bisschen Dauerschaden bekommen.
Hat Lydia, liegt Lydia schon wieder auf dem Boden? Warum liegt Lydia schon wieder auf dem Boden? Ey, manchmal geht sie mir halt schon so ein bisschen... Damit man mal sieht, wie die Wirkung hier wirklich ist. Ich glaube, ich habe das noch nie so schön im Kampf mit eingebaut. Du blöder, keine Ahnung was, Banditen rauf. Ist Lydia tot? Ist Lydia tot? Nein! Lydia ist nicht wirklich tot, oder? Das wäre doof. Ich bring die jetzt mal kurz weiter um. Nee, Lydia schießt schon wieder. Lydia, bist du wirklich tot, oder was? Also wenn Lydia wirklich tot ist, dann weiß ich nicht, was ich hier machen soll. Ohne Lydia bin ich doch nichts. Und ich habe auch keinen Speicherstand weit genug hingemacht. Das heißt, das könnte sein, dass Lydia in dieser Episode... Ebenso wie wir selbst den Tod gefunden haben. Da hätten wir vielleicht ein bisschen... Wo kam denn der jetzt gerade eben her? Aus dem Nichts raus. Also ich hätte Lydia, jetzt hätten wir gewonnen, sterben lassen in dieser Folge. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wo wir landen. Ich hoffe mal, es wurde irgendwo ein Quicksave gemacht, den man noch halbwegs annehmen kann. Wahrscheinlich in Einsamkeit. Ja, das dachte ich mir doch schon, aber eben bei Tage, hier direkt wieder vor Lydia. Deswegen ist das gar kein Problem an dem Punkt, da können wir einfach mal wieder schön zurückreiten. Das machen wir auch mal gerade eben schnell. Das ist okay und vielleicht bleibt ja jetzt auch Tag vom Zufallsprinzip heraus. Das finde ich ganz nett. Bei Tagreiten macht nämlich immer noch mehr Spaß als in so einem Siff, wo dann alles regnet und so ein Kram. Aber vielleicht ist es auch nur ein Einsamkeit-Tag und es ist überall in der ganzen anderen Welt von Tamriel, von Himmelsrand. Guck mal, das ist doch geil. Das ist doch geil. Mit schönerem Wetter lässt sich so eine Burg auch viel besser säubern. Vermute ich jedenfalls einmal mal. Und jetzt, wie bin ich denn richtig geritten? Komm, Lydia, komm mit deinen Titten, denn wir sind nicht richtig geritten. Einfach mal schön was hier lang. Kann ich für meinen Nordverwandten tun? Guck, manche sind auch eben echt freundlich, weil man Nord ist. Die haben auch so ein bisschen, das habe ich ja schon mal so ein bisschen versucht auseinanderzuphilosophieren, aber ich glaube, die sind auch sehr stark eben so auf, ja, auf so altmodische Traditionen. Das habe ich ja schon mehrmals erwähnt und eben auch so auf Familie und all so eine Sache. Und da betrachtet man wahrscheinlich jeden Kollegen oder jede Kollegin, die vom gleichen Schlag ist, als Bruder oder als Schwester. Ich wollte schon sagen, als Brüderin. Klasse Ausdruck, ey. Willst du meine Brüderin sein? Nein, will ich nicht, Mann. Aber bei Tag ist das schöner, obwohl es nachher wieder schneien wird, weil wir natürlich weiter in den Norden reiten. Oder weiter in höhere Gefilde. Die Burg lag ja jetzt schon fast im Gebirge selbst. Bin ganz froh, dass kein Drache auf dem Weg liegt. Darauf hätte ich gerade eben nicht so Lust, weil, naja, Drachenkämpfe hatten wir echt genug und vor allem hatte ich genug Stress damit. Die verlorenen 50 Minuten. Ihr erinnert euch bestimmt. Und da unten ist irgendwie so ein... Ich weiß gar nicht, was da unten ist. Aber da unten ist irgendwas Schönes. Laufen jetzt... Was ist denn jetzt hier los? Ah, okay. Hier wird irgendjemand abgeführt. Da will ich mal gar nicht stören. Macht einfach mal schön weiter. Das zeigt auch wieder sehr schön, wie variabel Skyrim in seinen Zufallsereignissen oder in seinen Personen, die so über die Straßen latschen, ist. Weil wir haben ja vorher ganz andere Personen getroffen. Jedenfalls nicht diesen Gefangenenzug hier, sondern so zwei komische Wächterinnen und so einen anderen Typen, der hier auf Pilgerreise war. Also das ist schon wirklich, wirklich cool. Und hier hat es, glaube ich, auch schon geschneit um die Ecke rum. Nee, es fängt jetzt, glaube ich, gleich an zu schneien. Ah, komm, Alter. Beweg dich bitte, wenn dann gescheit. Ja, stimmt. Hier ist der Schneefall losgegangen. Das sollte jetzt auch hier wahrscheinlich wieder passieren. Denn es wird eisig. Auch sehr schön wieder einsetzt. Nicht irgendwie so von einem Meter auf den anderen. Nein, schön langsam mit den Schneeflocken. Aber naja, dass irgendwie von einer Seite auf die nächste es plötzlich regnet oder so, das kennt man nur von irgendwelchen komischen Simulatoren. Wo übrigens auch noch was kommen wird. Ich habe hier so zwei ganz, ganz nette Exemplare da liegen. Eigentlich soll es nur eins werden, aber es ist dann nachher zwei geworden. Da kommt noch was auf euch zu, meine Freunde. Und der hier ist auch böse, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Dann schnapp ich mir noch mal meinen orkischen Bogen und verabschiede euch in die nächste Folge von Let's Play The Elder Scrolls Skyrim, denn da werden wir diese nette Burg aufmischen. Bis dahin, tschau, tschuldö und reingehauen.